Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Old Republic. Dark ist auch wieder mit dabei, ich bin aber kurz gemutet im Discord, denn der Dulli wird mir nicht mal da oben. Ah, doch, jetzt wird er mir angezeigt. Ja, ihr seht, ich bin gerade auf dem Gleiter unterwegs. Hat einen ganz speziellen Grund. Ich habe offscreen ein bisschen gelevelt und ein bisschen was getestet, wie man sieht. Wegen dieser Crew-Fähigkeit und. Als erstes, ihr wisst ja, ich habe so einen wunderschönen Druidi, mein Haustierchen. Das war ein Giveaway-Geschenk. Und ich habe jetzt endlich mal herausgefunden, wie man das mit den Fahrzeugen macht. Ihr seht auch, ich habe hier schon eins ausgerüstet. Baba, sieht geil aus, auch wenn es den halben Bildschirm einnimmt. Und ansonsten habe ich noch etwas, das werde ich jetzt auch einstellen. Und zwar ein Charakterflair der New York Comic Con 2019. Ihr seht, ich habe jetzt neben meinem Namen ein schönes Star Wars PNG. Und hier unten hat sich auch ein bisschen was verändert. Ja, wir gehen jetzt erstmal und suchen Revans Maske weiter. So, ich entstumme mich und Darko mutet sich. Läuft bei uns. So, wie weit bin ich noch? Ja, gut. Easy. Da können wir ja mal das hier testen. Beziehungsweise einfach mal rumfliegen. Ich habe es ja schon getestet. Ich feiere diesen Gleiter. Und man sieht es am Level. Ich habe auch XP dazu bekommen bei einigen Sachen. Wollte ich nicht, habe ich aber. So, na dann ab Revans Maske holen. Ich hab mich entstummt, du hast dich gestummt, läuft bei uns. ich muss jetzt Darth Revan seine Maske besorgen. Hast du die Hauptquests von Drom und Kar schon fertig? Nein. Ich muss noch zu Baras zurückkehren, ich mache jetzt aber erstmal die Quest hier. Weil ich will die Maske. Du hast Drom und Kars angenommen? Ich habe erstmal die auf Drom und Kars angenommen. Ich weiß nicht, was du gerade verstanden hast, aber... Dass du Dias und Drom und Kars angenommen hast. Wer ist Dias? Keine Ahnung. Du hast wohl zu viel Firmus gefunden. Also Dias ist wer was. Ich lebte 1000 Jahre später. Das ist der einzige Dias, der mir so spontan einfällt. Das Seife Dias, das stimmt. Das ist ja... Ja, der die Klonsoldaten in Auftrag gegeben hat. Da muss ich rein. Ja, ich habe halt auch nebenbei mitten gekämpft jetzt, deswegen. Da ist das immer ein bisschen lauter. Palim, palim, paluff. Der Eiki geht gleich drauf. Hoffentlich nicht. Gleich geht's besser. So, ich muss später unbedingt noch zu so einem Fähigkeiten-Erlernungs-Dude gehen. Denn ich hab den Würgegriff endlich. Den will ich lernen.
Ja, doch, Aufnahme läuft. Das wäre jetzt ein Reinfall gewesen. Ich muss dahin. Muss ich in den grünen Bereich? Tatsache. Der Marktwert dieses Anwesens muss astronomisch sein. Allein. Also, ihr und euer Schutzschild, das ist ein Witz. Das hat euch ja mal gar nicht geholfen. Hier ist ein Sith-Rüstung, eine Sith-Urne. Oh, da hat doch ganz schön was hier drin. Na, wo ist die Maske? Her damit! Da ist er. Es ist merkwürdig, keine Sau da. Irgendwas passiert doch gleich. Mitten beim Aussetzen? Ernsthaft? Scheiß Kack-Drecksalarm! Ach komm! So, und jetzt? Und jetzt? Das ist nicht Revans Maske. Die sieht doch ganz anders aus. Wir wissen alle, wie Revans Maske aussieht. Das ist die nicht. So. Ja, ich hab jetzt die Maske. Und das Lustige ist, das war ein totaler Reinfall. Das ist nicht denn seine Maske. Wenn ich ins Missionsgegenstand-Inventar gucke, da wird mir so eine Art. Ja, wie von General Greer ist so ähnlich angezeigt. Mit einem Muster. Schlitz? Nee, mit einem Muster auf der Stirn und so ein. Das ist ganz komisch. Schlitz als Auge? Nein, zwei coole Augen. Ich weiß, wie Revans Maske aussieht. Ich habe Revan ja selber in KOTOR 1 gespielt. In KOTOR 2 war ich einer seiner Anhänger, die der dunklen Seite verfallen sind. Ja, also machst du doch Revans Maske die Aufgabe? Ja. Das ist aber die von Drom und Karst, nicht die Hauptquest. Oder er ist in beides Hauptquest. Ja. Aber ich. Spur der Verwüstung, da muss ich zum Beispiel zu Bars zurück. Das ist die Hauptstory-Quest. Das ist so eine Nebenstory-Quest. Genau, und das habe ich ja gefragt, ob du die Hauptquest weitermachst oder die auf Drom und Karst. Ich bin immer noch auf Cast, die Outcast ist ja noch auf Cast bei mir, wenn ich zu Baras muss. Aber das mit der Maske ist ein Reinfall, also da hätten sie schon echt die Originalmaske nehmen sollen. Bei mir war es die Originalmaske. Wie sah die aus? Ähnlich wie eine mandalorianische Maske. Also ein Schlitz, keine zwei Augen. Deswegen habe ich auch eben so gefragt. Rötlich, ein bisschen braun hinterlegt. Gott, wie sah die aus?
War die nach unten? Du kennst doch war, da. War die war was, oder? Zum Kinn zu nach unten lang gezogen? Ja. Ja, dann war das bei dir die richtige. Warum habe ich dann so eine komische Maske hier? Du kennst doch aus Clone Wars die kurze Sequenz mit Darth Baras oder deren Überreste, oder? Wo Yoda auf Malakor ist. Kann sein, weiß ich jetzt nicht mehr. Okay, kurz gesagt, so ähnlich sieht die Maske auch aus. Naja, mal gucken. Ich hab gerade nur einen Vergleich gesucht. Vielleicht ändert die sich noch, weil das, was ich hier habe, ist definitiv nicht die Originalmaske von Revan. Weil ich habe ja KOTOR 1 und 2 mehrfach durchgespielt. Helle sowie dunkle Seite und die einzelnen Machtgebiete wie Sith Lord, Jedi Meister, Attentäter und was es da gab. Und da gab es die Originalmaske sowie die Originalrobe. Die ist definitiv nicht original, die Maske hier. Ja, ich muss mich wieder muten. Ja. Dann wollen wir mal gucken, weil die Originalmaske, wie gesagt, ist es nicht. Das wäre jetzt ein totaler Reinfall. Das ist ja nur eine Story-Nebenquest, muss man dazu sagen. Eigentlich hätte ich die nicht machen müssen, aber ich mach's trotzdem. Jeder weiß warum, ich liebe Star Wars. So, einfach mal hinterrücks. Läuft bei mir. Oh, das war so arschklar. Gleich geht's besser. Wenn man einmal in Ruhe mit seinem Gleiter wegfliegen, Ende vom Lied, man wird abgeschossen. Wir müssen wieder zu den Revaniten. Und warum ist hier unten ein Stern? Yukus Felsensammler. Okay, nein. Gut, dass ich keine Angst habe, in das Anwesen eines Sith einzubrechen. Oder Höhenangst. Na fett, da waren wir schon drin.
außer Reichweite. Wie lautet so. Der Bestimmungsort? Revanitenlager. Wissen Sie Ihren Aufenthalt? Da sind wir schon. Hey, wir gehen zu dem hier. Ich will die Maske Moin, selber Alk. Behalten. Was? Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Lol, komm mal zurück. Pass auf. Bleib stehen. Bounce. Kannst du nicht mit einsteigen? Unfair. Ja, wenn ich könnte, würde ich dir den anderen geben. Ich habe den zweimal. Einmal in rot, also weiß-rot und einmal in schwarz, glaube ich. Also dunkel. Bei den Sternen. Ihr habt es zurückgeschafft. Habt ihr Revans Maske gefunden? Sagt nicht, dass ihr Seladra gegeben habt. Sie ist verrückt und das wisst ihr. Ich habe mich entschlossen, die Scheiße. Maske euch zu geben. Ihr habt sie? Das ist wunderbar. Shit. Das also ist wirklich die Maske von Darth Revan? Ich hätte nicht gedacht, dass sie so echt aussieht. Wenn ich Revan die Maske doch nur persönlich vom Gesicht hätte reißen können. Ich kann Revans Macht förmlich spüren. Die dunkle Macht. Ich verstehe, warum Ladra so versessen darauf war. Andererseits ist das genau der Grund, aus dem der Rest des Ordens die Maske nicht sehen sollte. Die Dunkelheit war ein Teil Revans. Aber eben nur ein Teil. Wir wissen, warum ich hier bin und was ich will. Ich werde den anderen berichten, dass ihr die Prüfung der Vergangenheit bestanden habt. Niemand wird es bezweifeln. Ihr seid noch nicht bei den Revanitern, aber ihr seid einen Schritt weiter. Nun muss ich Ladra einiges erklären. Wünscht mir Glück. Die Maske von mir spricht mit Raymond. Machen wir das auch noch schnell. Wo ist denn der? Hä? Da. Noch mehr Anwärter. Die Sicherheit der Anlage ist bald nicht mehr gewährleistet. Aber ich nehme mal an, der Meister weiß, was er tut. Und wenn ihr den Wegen Revans folgen könnt, werden wir eure Eignung beurteilen. Ich höre aufmerksam zu. Revan hat nicht allein gearbeitet. Er hatte Verbündete in allen Schichten, genau wie wir. Wenn ihr uns beitreten wollt, müsst ihr zuerst vor die Männer und Frauen treten, die vor euch kamen und dem Meister ihre Treue bewiesen haben. Ja und? Ich räume jeden beiseite, der mir im Weg steht. Das ist doch mal ein Ansatz. Ihr müsst jenen im inneren Zirkel des Meisters zeigen, dass ihr Revans Lehren versteht. Sie werden Fragen stellen, ihr antwortet. Wenn sie nicht zufrieden sind, geben sie die Probe der Weisheit auf und prüfen stattdessen eure Kraft. Revan hatte nichts für Schwächlinge übrig. Ich muss nur wissen, wohin ich soll. Eure Pilgerreise beginnt im Dschungel. Dort findet ihr den ersten Mentor. Er wird bestimmen, ob ihr es wert seid, weitergeschickt zu werden. Macht euch auf alles gefasst, Anwärter. Der Dschungel ist gefährlich und die wahren Revaniter auch. Ja gut. Die Handschuhe sind schlecht. Kühnheitsstim brauche ich nicht. Das. Fett, wie sieht deine Ausrüstung aus? 95 Rüstung. 127, du kriegst die roten hier. So, wo war... Wo... Da. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ich hab die 50.000 wieder drinne.
Und jetzt brauche ich ja 100.000. Ja gut, das kriegen wir auch noch. Legen Sie Pol. Das ist mein. Das sind die das sind die Bauteile von meinem alten Nichtschwert. Ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt. Ich habe aber ein neues. Das habe ich von einem Gegner bekommen und das ist viel stärker und besser. Allerdings kann ich es nicht aufrüsten. Ärgert mich ein bisschen. So, da wollen wir mal gucken, was die Pilgerreise beinhaltet alles. Und ob ich hier endlich mal so ein Kristallvorkommen finde. Ah ja, komm. Das funktioniert immer. Müssten ja eh gleich da sein. Das ist nix für mich. So. Hast du die Pilgerreise schon angetreten? Ich bin fertig mit der Questreihe, fast. Ich muss jetzt wieder zurück. Ich hab grad den Meister getroffen, aber ich verrate ja nix. Nö. Planeten verlassen tun wir ja wieder zusammen, oder? Jo, klar. Gut. Ja, ich hab ja dann auch noch... Ihr seid gekommen, um dem Revan-Orden beizutreten. Ich bin Morun Dukas, Herr der Bestien. Ich bin Revanita und ich bin Sith. Was wollt ihr mir sagen? Morun Dukas. Ich bin gekommen, um mich als würdig zu erweisen. Sehr gut. Dann hört zu. Jahrzehntelang habe ich dem Meister gedient. Er fand mich, als ich eine Larve war, und erkannte die Stärke der Macht in mir. Entgegen der imperialen Tradition bildete er mich aus. Das ist der Weg Revans. Alle Spezies den Weg zur Macht lehren. Hä? Ich verstehe, was das heißt. Gut, jetzt müsst ihr mir eine Frage beantworten. Und zwar richtig, sonst bekommt ihr die Krallen meiner Tierchen zu spüren. Warum glaubt ihr, dass Revan Fremde die Wege der Sith lehrte? Warum hat Revan allen Suchenden Macht angeboten? Er glaubte, dass jeder die Chance haben sollte, Macht anzustreben. Eure Antwort ist nicht die meine. Aber sie genügt mir. Sie ist eines Revanitas würdig. Ihr dürft eure Pilgerreise fortsetzen und euch dem Urteil eines anderen stellen. Schaffen wir die Angelegenheit aus dem Weg. Sucht die Söldnerin Seta Far auf, die ihre Soldaten trainiert. Sie wird eure Prüfung fortsetzen. Jo. Warum ist da ein Stern? Oh! Oh! Ich habe meine ersten Erze gescannt. Lol, die werden mir sogar auf der Map angezeigt. Ich bin da schon an vielen vorbeigelaufen. Der Weg des Pilgers, besiege die Bestien. Pilger Zeta Fahr. Gesundheit. So, also meine Fähigkeit mit den Ärzten ist schon auf Stufe 5. Ich will noch mehr. Ich weiß halt echt nicht, was das damit zu tun hat. Ich auch nicht, ich mach's einfach nebenbei. Ehrlich gesagt, ich weiß schon, was meine Wahl ist. Gehst du oben auf das Dreieck in der oben in der Hotbar und yep. Dann auf Crew-Fähigkeiten, dann wird dir das angezeigt. Biochemie.
Das heißt irgendwas mit Pflanzen. Du kannst hier Pflanzen scannen. Aber dafür brauchst du erstmal einen Scanner, oder? Nee, das geht ohne. Warte mal kurz, das kann. Hier wird die Pflanze als kleine Sonne oder sowas angezeigt. Auf der Minimap. Und da gehst du einfach nur hin und wenn sich der Mauszeiger in so ein, wie soll ich sagen, Viereck. Ja, in so ein Viereck mit einer Kugel unten rechts in der Ecke macht, dann kannst du das scannen mit Rechtsklick. Soll das als Sonnenblume angezeigt werden auf der Map? Also mir wird das so angezeigt wie so eine Art Sonnenblume, also so eine, ja, Sonne, Blume, so ein Ding mit fünf Zacken halt. Du kannst es so ganz einfach machen, du kannst das bei der, ja, bei der Map, guck dir das mal, wenn du die Map vergrößerst, mach einfach mal unten den gelben Punkt bei Ressourcen rein. Dann werden sie dir angezeigt. Oder auch nicht. Dann bist du gerade entweder nicht in der Nähe, aber Biochemie ist was mit Pflanzen. Wegen Stims und so herstellen. Biochemie hab ich eigentlich eher als Waffe. Dann musst du schon die Fähigkeit Waffendings auswählen. Ja, Biochemie sind ja Chemiewaffen. Aber trotzdem muss es dir angezeigt werden. Bei mir wird es ja jetzt mittlerweile auch angezeigt. Irgendwie ist mal dieser Camper, also mein Gefährte, Biochemie. Keine Ahnung. Ja, das ist bei meiner Gefährtin hoch. Die kann das, glaube ich, auch irgendwie scannen. Aber ich mach das lieber selber, es sind doch bloß ein paar Sekunden. Kurz gesagt, ich finde kein. Ne Ressourcen. Einfach immer wieder auf die Minimap gucken, Ausschau halten. Hast du dauerhaft eigentlich auf diesen Stern belegt? Die Ressourcen, die sind dauerhaft so angezeigt auf der Minimap, ne? Okay. Oh, meine Fähigkeit ist schon auf Stufe 12. Also, ich habe 12 von 600 Punkten. Wow. Sechs Mobs klatschen und dann zu der alten gehen. Das kriegt man hin hier. Aber vorher, ja, Archäologie. Der war ja schnell tot. Lul.
Das nenne ich eine große Mauer. Irgendjemand will wohl wirklich das Gesindel fernhalten. So, und den hier noch. So, haben wir die Quest auch abgeschlossen. So, und ich habe das gerade gesehen, die Crew-Fähigkeit, du klickst das zwar an, was du einsammeln musst, aber dein Gefährte scannt das. Der hat dann so einen kleinen Popel-Scanner in der Hand. Wie aus Star Trek halt.